Hallo und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. Und ihr seht, ja, in der letzten Folge haben wir uns bis zu diesem Spot hier durchgekämpft. Und leider Gottes hatte ich auf dem Weg dahin meine 7000 EP verloren. Na, jetzt seht ihr da oben, ich habe schon wieder 6387 EP oder Kraft oder wie auch immer hier die Währung heißt. Und das liegt daran, ich habe nach der letzten Folge, wo ich am Ende zugegeben etwas zornig war, ein Video gesehen bei YouTube, ja, mit XP-Farm, und ja, war ein amerikanischer oder englischer Dude, und der hatte genau hier diesen Spot zum EP-Farm angepriesen. So, dann wollen wir das mal machen. So, dann haben wir da vorne den Dude, ne? Und wenn alles glatt läuft, dann rennt er jetzt gleich hinter mir her und gleich hier runter. Ne, läuft nicht glatt. Gut. Dann müssen wir es länger machen. Also so dauert es lang. Aber wenn man den Punkt trifft, ach, Kerl. Er will einfach nicht. Aber wir müssen ja. Ne? 10.000 EP brauchen wir für den komischen Schlüssel. Er will einfach nicht darunter rennen. Doch, will er. Ha. Auch gut. Ha. So, außerdem, seht ihr, die lassen Loot fallen. Deswegen, ich habe schon Inventar. Ne? Hier Glocken ohne Ende. Außerdem habe ich hier so eine komische heilige Lobpreisung, aber das ist schlechter als das, was wir zurzeit haben. Hier Dornbesetztes Schwert. Das finde ich ganz gut. Allerdings weiß ich nicht so recht. Also, wenn wir hier mal vergleichen, ne? Also das haben wir auf dem Weg hierhin, haben wir das gefunden, ist schlechter. Ne? Also hier Schwert vom Paladin Isaac macht 149, dann macht 142. Dafür Feuer und Schwächung, ne? Ich weiß es nicht, ne? Ich kenne mich halt nicht so aus. Und Bluten ist da, glaube ich, auch drauf, wenn das Bluten ist. Es, ne, ist aber schwerer. Ja, und es ist vom Schaden her besser als das Schwert des Bekehrten. Allerdings macht das Schwert des Bekehrten 62 Feuerschaden, ne? Naja, so. Licht der Qualen. Keine Ahnung, was das ist. Hier habe ich so ein paar Sachen bekommen. Na, ja, und dann jede Menge Dings. Nur, das sind alles Sachen, die habe ich hier von dem, na, also hier von dem, bei dem Farm habe ich das gefunden. Naja, egal, weiter im Text. Ruhen. Komm jetzt. Jetzt fall doch bitte einmal hier runter. Er will einfach nicht. Ja.
Ich glaube es nicht. Krieg ich ihn nicht einmal hin, dass der da runterfällt? Meine Herren. Er bleibt kurz vorher stehen. Kleines Stellarium-Fragment. Keine Ahnung. So, jetzt komm, Alter, jetzt. Einmal musst du doch darunter fallen. Ich weiß nicht. Manchmal klappt das richtig gut, dann fliegt er jedes Mal danach darunter. Da, so. So. Das ist die schnelle Farmmethode. So geht's. So geht's schnell. Mann! Reicht. So eine Scheiße. Komm, einmal musst du da noch runterfallen, Junge. Er will einfach nicht. Na, wieder hier die komischen Ketten. Ich möchte einmal noch, dass er runterfällt. Zack, da ist er weg. Deswegen, ich hab mir so angewöhnt, das Mannequin, was hier rumsteht, so halb anzulaufen. Dann klappt es in der Regel. Na, das ist jetzt wieder hier. Vorführeffekt. Da könnte ich kotzen. Er will einfach nicht. Aber wenn ihr ein Kacknub seid, wie ich, dann geht's auch so. Nicht immer was. Nein? So. Ich habe jetzt jedenfalls keine Lust mehr. Als ich jetzt offscreen gemacht habe, ist er da in einer Tour, ist er da runtergerannt. Und das ist echt, das dauert ein paar Minuten. Dann habt ihr die EP zusammen. Das war jetzt wieder hier typisch Vorführeffekt. Na gut. So. Dann lassen wir uns mal nach Himmelsrast, ne? Abkürzung. Findmühledorf, Himmelsrast ist das, ne? Unser, oder? Also unser Hub, meine ich, ne? Wo wir. Ja. So.
Da ist der Dude. Ich möchte gern bei dir. Ja, ja. Ne? Ich möchte gern bei dir den Schlüssel käuflich erwerben. Ich danke dir. Our Immaculate Lady will bring redemption. Naja, ist gut. So, jetzt gucken wir mal gemeinsam. Also. Ihr seht. Es ist schlechter. Es ist schlechter. Flegel. Hä? Flegel der gegeißelten Schwerter? Ach so. Das ist ein Flegel? Sieht aus wie ein Schwert. Das ist ein Flegel. Warum will ich das auch gar nicht? Gut. Was war das? Nee, heilige Lobpreisung. Ist ein Kurzschwert, seht ihr? So. Aber ich glaube, es ist schlechter, oder? Also, ist doch ein Kurzschwert, ne? So. Das ist das, was wir haben. So, und das ist das, was wir in der letzten Folge irgendwo gefunden hatten. Ich würde nur behaupten, es ist schlechter. Obwohl da Achso, gegen Feuer hätte ich dann. Feuer und Schwächung hätte ich eine 27-prozentige Blockchance. Und da ist, glaube ich, diese 60 ist, glaube ich, Bluten oder was, ne? Das weiß ich wieder nicht. So, hier ist 100 Feuer drauf. Und 62 Feuer bei Angriff. 40% Feuerverteidigung. Na, also. Ich finde das in Ordnung. Na, so, da haben wir hier den Flegel von den gegeißelten Schwestern. Also hier den Bossgegner aus der letzten Folge. Finde ich auch nicht so pralle. Na, alte Monsterpike. Angriffskraft 110. Ja, die ist komplett für den Arsch. Na, und hier ein Stock mit Glocke. Ist, glaube ich, auch nicht so pralle. Na. So, ein Schild. Ich glaube nicht, dass ich auf Schild spielen will. Ja, also da ist nichts dabei. So, hier, Licht der Qualen. Katalysten. Ich weiß es nicht. Und da ist auch die Voraussetzung 15 Strahlen. Ja, ich würde sagen, einen davon kann ich verticken. Die Armbrust, ne, die macht schon mehr Damage, aber ich glaube, ich brauche dafür Munition, oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir mal aus. So. Hier habe ich gar nichts? Das ist interessant. So, dann haben wir hier den Helm. So, und das ist unser vorheriger. Deswegen habe ich getauscht, weil da 119 physisch ist und da ist 64 physisch. Alles andere ist zwar schlechter, aber. So. Guck mal hier, der hat nochmal 163. Und das ist der, den er die ganze Zeit hier gedroppt hat. Ja, nehme ich den, wa? Widerstände. Ja, ich nehme den, physischer. Ich meine, sieht zwar echt übel aus, ne? Das ist alles dasselbe, ne? Ja, ist alles dasselbe. Hier mit der Kapuze kann ich gar nichts anfangen. Okay. Haben wir hier was? Ja, Rumpfketten des leidenschaftlichen Büßers. Aber ich will gar nicht so büßen. Ja, und ich verstehe das nicht. Worauf muss ich ihn achten? Auf physische oder auf high? Ja, wahrscheinlich, wenn Gegner Heiligen Schaden machen, ne? Aber das ist eine leichte. Ne. Lassen wir das. So, was haben wir hier? Das ist auch schlechter. Ne. Ne. So, dann hatten wir in der letzten Folge einen Ring gefunden. Verunstalteter Ring. Erhöht das Vitalitätsattribut. Der Mittelpunkt des Symbols, das dieser Ring trägt, wurde grob, aber komplett entfernt.
Die Identität des Übeltäters und die Bedeutung hinter der Tat bleiben ein Rätsel. Aha. Gut. Da haben wir auf jeden Fall Nickes. Ja, hier konnte ich ein bisschen farmen, konnte ich hier, ne? Blutungswiderstand. Der hat andauernd solche Sachen fallen lassen. Meine ich. Darf man mit reinnehmen? Ich bin belastet. Das ist nicht gut, glaube ich, oder? Wenn ich belastet bin? Das liegt natürlich an dem Helm, ne? Bin ich immer noch belastet? Hä? Ach so. Nee, liegt nicht am Helm. Liegt an dem... an dem Teil hier. Ja, jetzt ist schwer. Das weiß ich aber auch nicht, ne? Ist das... Wenn das im Rahmen ist, ist alles in Ordnung? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. So. Junge Frau. Wenn ich mich richtig erinnere, kann ich hier meinen Sangunirix aufwerten. Our holy work continues, Lampbearer. Ja. Fehlladung, 35% LP-Wiederherstellung. Okay. Fellow sanctified vessel, may Aureus' divine radiance flow through me and into you. Du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Ja. Alter Dude, ne? Wie du jetzt aussiehst, ne? Junge. Müsste ich vielleicht mal... Gold, Silber, Bronze. Ich glaube, da mache ich hier wieder Goldmarie aus dir. Oder? Bei dem anderen hat mir das gefallen mit... Oh, wir nehmen Bronze. Also bei YouTube habe ich viele damit rumrennen sehen. Sag mal, kann ich aufsteigen? Charakter aufwerten? Was brauchen wir denn? Ein Fitzelchen brauchen wir noch. Alles klar. Gut, dann teleportieren wir uns wieder. Zur Überreste der blinden Agatha. Glaube ich. Jo. Die Überreste der blinden Agatha. Ja, Kalle, komm. Hast du nicht gemacht? Geh weg. Gut. 3-2. Und wir können aufsteigen. So. Ihr seht, ich habe schon bis Stufe 30 hab ich gegrindet. Weiß ich nicht. Was brauchen wir denn da? Nochmal einen Vitalität geben. Ich will mal ein Vitalität geben. Bumm. Gut. Lass den Kopf nicht hängen, Kalle. Lass den Kopf nicht hängen. So, dann, ja. Schlüssel haben wir gekauft. So. Und hier hat er gesagt, soll ich einfach durchrennen. Yo, Junge!
Und weg bin ich. Wisst ihr, das Problem ist, ich habe keine Ahnung wohin. Doch hier. Da liegt der Ring. Muskelring. Sauber, den haben wir. Hab ich den jetzt? Oder? Also es war reiner Zufall, dass ich den jetzt gefunden habe. Wenn ich den Ring allerdings jetzt haben soll. Also er sagt, da geht ihr drauf, könnt ihr machen, was ihr wollt. Da geht ihr drauf, das ist wohl Endgame-Gebiet. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich hab ihn! Der Muskelring erhöht das Stärke-Attribut. Diejenigen, die Zeuge des Tages vor dem Höhepunkt des Krieges mit Adyr waren, als der mächtige Justicatus Bellum ein Roggerlord mit bloßen Händen zu Tode schlug, werden ihn Zeit ihres Lebens nicht mehr vergessen. So. Ich habe 25 Stärke. Und wenn ich den Ring jetzt anwähle, dann habe ich 28. Ja. Na, also 3 Punkte Stärke kriegt er damit drauf, mit dem Muskelring. Sagt er, wäre ein krasser Ring. Na, hat er gesagt, wär ein krasser Ring. Tja. Mein Problem ist, hier gibt es da noch mehr. Jo. Jo. Der Typ, der mich da anschreit, ne, der ist ja wohl hart. Ne, ich glaube, das ist falsch. Jo. 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 Alle cool bleiben, alle cool bleiben. Alle. Ja, aber das ist glaube ich der Weg. Das ist glaube ich der Weg. Das wäre jetzt ein Ding, wenn ich den auch noch schaffe. Da gibt's einen Bossgegner. Jo. Nein, warum machst du sowas? Alles gut, Jung. Toll! Meine Herr! Ja, ich muss mir ein bisschen den Weg einprägen, glaube ich.
Alter, du kriegst ja, ich kann gar nicht mehr weglaufen. Jungs, alles gut, alles gut. Ach, verdammt, ich hätte mal auf meine Gesundheit achten sollen. Mann! Na gut. Nein. Jo. Pass rein. Nein! Keine Chance. Also es ist kein Jump and Run. Es ist definitiv kein Jump and Run. Alles klar, ich muss drauf gehen. Okay. Hätte ich da vielleicht einen Samen pflanzen sollen? Oh, was war das jetzt? Kann ich mich irgendwie selber töten? Meine Fräse. Das ist doch Kacke. Tja, erster Bug. Oh, cool. Was ist das? Jungs, was seid ihr für Viecher? Wo muss ich eigentlich hin? Hier rein? Da. Hier muss ich lang. Alles klar.
Einfach cool bleiben, Jungs. Ich glaube, wir haben den Boss erreicht. Ja, das sieht aus wie der Boss. So. Und da sollen wir einfach hier hoch. Warten, dass der uns nachkommt. Hä? Ach nee. Stimmt ja. Der hat so einen fiesen Parasiten. Kein Checkpoint vorher gewesen. Leck mich an Arsch. Also, jedenfalls, dieser Boss. Da muss man den Parasiten da entfernen. Jetzt kann ich hier rüberlaufen. Ist ja cool. Habe ich nichts zum Pflanzen. Habe ich nichts. Das ist ärgerlich. Der Typ ist noch ärgerlicher. Na. Aber wir kommen näher ran. Wir kommen näher ran. Bessert. Keine Ahnung. Och, Kerl. Ja, wir kommen näher ran. Am Arsch kommen wir näher ran. Es ist so fucking hart. Aber Jack hat gesagt, das wäre normal. Das muss wohl so sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist halt Endgame-Gebiet, ne? Auf jeden Fall der Hammer. Mit dem der Boss dazu haut. Den bekommt ihr.
Und ein krasser Zauber wäre da auch noch. Boah, wäre das schön, wenn ich hier ein Eichen pflanzen könnte. Habe ich nicht. Naja, egal. So, ich glaube, das Ding haben wir schon kaputt. So, Kalle. Jetzt sagte Jack, soll er hier hochkommen? Macht er auch. So. Wir hüpfen hier runter, kriegen kaum Schaden. Oh, er ist uns nicht hinterher gehüpft. Alles klar. Gut. Boss, kommst du? So. Er hüpft auch herunter und 200.000 Schaden. Aber er hat immer noch so einen scheiß Parasiten. Was ist er denn? Bist du der Parasiten, Heinz? Nee, oder? Da drin ist der. Das ist ja scheiße. Gut, Parasit ist weg. Kalle, komm hier hoch. Hey! Bam. Jetzt kriegst du auch weiterhin Schaden, ne? Die Viecher sind natürlich mehr als scheiße hier, ne?
Tja. Naja, wie auch immer. So. Wir haben den Ring der Muskelkraft. Das ist schon mal viel wert. Ich denke, ich werde jetzt offscreen nochmal da hinten mit meinem Kollege ein bisschen farmen. Und dann werde ich zurück in den Hub und werde mir hier so einen Wurm kaufen, mit dem ich so einen Sprössling da pflanzen kann. Und dann brauche ich nicht mehr den ganzen Kackweg machen. Ne? Vor allem ist das so ein bisschen... Er will einfach nicht. Warum willst du da nicht? Tschüss. Kalle. Ne? Ich habe auch keine Ahnung. Ich würde es mir gerne etwas einfacher hier alles machen. Weil ich bin ein gottverdammter Kack. Warum? Mann, ey. Geh da. Junge. Ja, wo ist das? Also ich würde es mir gerne etwas einfacher machen, weil ich glaube, selbst wenn ich es mir ein bisschen einfacher mache, indem ich hier so ein bisschen XP grinden mache, er will einfach nicht. Er will einfach nicht. Weißt du, wo wir beide alleine waren, ne? Da hast du so schön... Jo. Ne, wo wir beide alleine waren, da hat der so schön mitgearbeitet, ne? Ach so, habe ich auch noch vergessen, ne? Ich wollte den ganzen Scheiß, den ich nicht mehr haben wollte, beziehungsweise den ich hier beim Grinden gefarmt habe, beim Farmen bekommen habe, verkaufen. Da gibt es ja auch noch mal Dings für. Ne? So, komm, Kalle, bitte, einmal noch hier Dings. Er will einfach nicht. Tschüss. Gib her, was du hast. Gib her, was du hast. Komm. Er will nicht. Oh doch. Tschüss. Ja, also sowas macht er dann auch manchmal. Ja. Nur ihr seht, es geht wirklich relativ fix. Ne? Also wird schon wieder bei 2800. Und dann ist jetzt die lange Version. Also so dauert es lange. Ne? Wenn ich diesen beschissenen Punkt erwische. Jo! Schön. Der hat gar nicht geklappt. Du hast ja noch deinen Parasiten. Toll. Hat er mich auch noch umgebracht? Die Arschkrampe.
Er bringt mich um. Das ist so bei dem Game, weißt du, das ist so. Manchmal löppt es. Manchmal löppt es nicht. Jetzt hat es wieder gelöppt. So. Kraft wieder zurück. So. Aber an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, also, wir haben einen richtig coolen XP-Grindspot hier vorne. Wir haben uns den Schlüssel von dem Pilgerinnenpfad besorgt. Wir haben den Pilgerinnenpfad da wohl, oder nee, wir sind gerade im Pilgerinnenpfad. Wir haben die Tür aufgeschlossen, wo daher, also die Tore zur Hölle. Wir haben die Tore zur Hölle haben wir aufgeschlossen. Wir haben den Ring der Muskelkraft herausgeholt, der uns 3 Punkte Stärke gewährt. Und ja, dass wir den Hammer und den Zauber bekommen, daran arbeite ich. Wie gesagt, ich werde offscreen mal zurück in den Hub und werde mal hier so einen Schrimps kaufen. Hoffe ich, dass sie käuflich zu erwerben sind. Und wenn ich das getan habe, renne ich da nochmal durch. In der Hoffnung, dass ich da den Schrimp auch pflanzen kann. Und dann ist das gut. Ja? Und dann hoffe ich, dass ich euch zu Beginn der nächsten Folge dann eben präsentieren kann, wie ich dem Arsch ja, durch Sturzschaden habe fertig gemacht. Ja, ist mir Latte. Ja, ist cheesy, aber ist mir Latte. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.